Bebop-Rappers. Desintegrationsparadox. Kippen heuer Witch. Aladdin. I'm a Alan. Yeah. Aladdin. I'm a Alan. Integration. Steigert das Konfliktpotenzial. Gelungene Integration. Steigert das Konfliktpotenzial. Gelungene Integration. Steigert das Konfliktpotenzial. Gelungene Integration. Steigert das Konfliktpotenzial. Partizipieren, sich aktiv beteiligen und etwas abbekommen. Alle an einem Tisch, immer mehr und immer unterschiedlichere Menschen sitzen mit am Tisch und wollen ein Stück vom Kuchen. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass es ausgerechnet jetzt harmonisch werden soll? Diese Vorstellung ist entweder naiv oder Hegemonia. Es wäre Multikulti, Romantik oder Monikulti, Nostalgie. Die Realität ist ganz offensichtlich eine andere. Der dynamische Prozess der Integration kann mit der Tischmetapher noch deutlich und umfassender beschrieben werden. Die erste Generation der Einwanderer ist noch bescheiden und fleißig, beansprucht nicht volle Zugehörigkeit und Teilhabe. Im Alltag mag es zu Irritation kommen, aber genau genommen ist der Umgang mit ihnen eher gemütlich. Gelungene Integration steigert das Konfliktpotenzial. 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 An den Tisch zu setzen. In der zweiten Generation gelingt Integration zu nehmen. Die Migrantenkinder sprechen Deutsch, haben nie in einer anderen Heimat als Deutschland gelebt. Egal wie wir Integration definieren, hier findet sie statt und deshalb steigt das Konfliktpotenzial. Denn mehr Menschen sitzen jetzt am Tisch und wollen einen schönen Platz und wollen ein Stück vom Kuchen. Es geht hier also um Teilhabe an Position und Ressourcen. In der dritten Generation geht die Reise nochmal weiter. Die Enkel der Migranten möchten nicht mehr nur am Tisch sitzen und ein Stück von servierten Kuchen. Sie wollen mitbestellen, sie wollen mitentscheiden, welcher Kuchen auf den Tisch kommt. Und sie wollen die alten Tischregeln, die sich entwickelt haben, bevor sie dabei waren, jetzt so mitgestalten. Yeah. Gelungene Integration steigert das Konfliktpotenzial. 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 Paradox, warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Keep them higher, wait a witch, wait a witch, witch, wait, wait a, wait a, wait a witch. Assimilation, blödsinn. Yeah, yeah. Kybra, Gümüşay, Sprachensein, Jacob Samler Rose. Check this out. Why do I write? Because I have to. Why do I write? Cause my voice, in all its dialects, it has been silent too long. Why do I write? Because I have to. Why do I write?
cause my voice in all its dialect. It has been silent too long. So schreibt die Künstlerin und Wissenschaftlerin Grada Quilomba, sei ihr Lieblingsgedicht. Es visualisiere für sie das Schreiben ein Prozess des Werdens sei. Indem ich schreibe, werde ich zur Erzählerin, zur Beschreibenden, zur Verfasserin meiner eigenen Geschichte. Ich mach mich zum absoluten Gegensatz von dem, zu dem das koloniale Projekt mich bestimmt hat. Ich bin die Autorin und Autorität meiner eigenen Realität. Doch wie gelingt es einem Menschen so zu sprechen, dass er tatsächlich spricht, so zu schreiben, dass er wird? Wie kann er in einer Sprache existieren, in der als Sprechender nicht vorgesehen war, die nicht für ihn gedacht war und gemacht war? Wie spricht er, ohne sich einer Inspektion unterziehen zu lassen? Wie spricht er, ohne sich selbst aus der Perspektive anderer zu beschreiben? An einem kühlen und regnerischen Nachmittag saß ich im Büro des Chefredakteurs einer großen deutschen Zeitung. Wir redeten über eine mögliche politische Kolumne. Worüber darf ich schreiben, fragte ich. Über alles, antwortete er. Alles, fragte ich nach alles, wiederholte er. Und ich begann, die Grenzen dieses alles auszutesten. Auch über Wirtschaftspolitik, ja, und Liebe, ja. Über Kunst und Sport, ja. Er unterbrach mich, ja, und sagte, Kybra, ich meine wirklich über alles. Ich fühle mich wie ein Vogel, der jahrelang im Käfig gelebt hat. Doch ich hab verlernt zu fliegen. Why do I write? Because I have to. Why do I write? Cause my voice in all its dialect, it has been silent too long. Why do I write? Because I have to. Why do I write? Cause my voice in all its dialect, it has been silent too long. Das Freisprechen als Mensch, als Individuum, ich wusste es nicht, also schwieg ich zunächst. Das Schweigen wurde ein Ausbruch aus dem Gefängnis der einzelnen Sprachen, in denen ich mich bewegte. Ich wollte mich außerhalb von ihnen wahrnehmen, mich erfahren, ergründen in wechselnden Sprachen und Perspektiven, die sich mir anbieten würden. Ich wollte Spiritualität erleben, ohne mich zu erklären. Ich wollte ich sein dürfen. So versuchte ich wieder zur Sprache zu finden, mit meiner eigenen Wahrnehmung Worte für diese Erfahrung zu finden, Raum für neue Wahrnehmung zu schaffen, nicht um sie anderen zu erklären, sondern um dem Bedürfnis nach Ausdruck zu folgen, für mich selbst, nicht um verstanden zu werden, sondern um zu existieren. Why do I write? Because I have to. Why do I write? Cause my voice in all its dialect, it has been silent too long. Why do I write? Because I have to. Why do I write? Cause my voice in all its dialect, it has been silent too long. Too long. It has been silent too long. Yeah. Kybra Gümüşay, Sprach und Sein, Hansa Berlin 2020. Yeah, Harald Welzer, alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Schei, gib mir. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Diese Definition von Heimat ist einfach. Psychologisch betrachtet ist sie auch plausibel. Denn natürlich ist das Bedürfnis zu anderen zu gehören für das Sozialwesen Mensch elementar. Deshalb möchten die meisten, die irgendwo hingehen mussten, um ihre Lebensverhältnisse zu verbessern, um zu überleben, irgendwann wieder zurück. Wenn sie irgendeiner fremde Badarbeiter nahm, regelmäßig Geld an die daheim gebliebene Familie überweisen zu können, dann haben sie dabei auch die Hoffnung, irgendwann zurückzukehren. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt.
ist. Was soll denn falsch daran sein, wenn jemand seine Lebensverhältnisse verbessern möchte und dafür sogar bereit ist, das Risiko auf sich zu nehmen, alles Gewohnte und Bekannte hinter sich zu lassen, um irgendwo hinzugehen, wo man ihn nicht kennt, seine Sprache nicht spricht, sich distanziert zu ihm, verhält oder verächtlich, abfällig, niederträchtig. Es gibt keinen, aber auch wirklich keinen Grund, dass Menschen nicht dorthin gehen können sollten, wo es ihnen besser geht als dort, wo sie herkommen. Deshalb lautet Artikel 13 Absatz 2 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen. Sag was! Seines eigenen. Oh, 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 hier zu verlassen oder in sein Land zurückzukehren. Sag's aus! Ey! Sag's aus! Schein. Oh, zurückzukehren. Genau das! Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Du bist mir nicht egal. Und du bist mir nicht egal. Ihr seid mir alle nicht egal. Alle seid Heimat. Yeah. The fire next time. Jace Baldwin. 1962. Deutscher Taschenbuchverlag. Klassiker. Was geht ab? Schließlich kann man Freiheit nur geben, indem man jemanden befreit. Schließlich kann man Freiheit nur geben, indem man jemanden befreit. Freiheit ist schwer zu ertragen. Privat können wir unser Leben nicht ausstehen und wollen nicht zu genau hinsehen. Auf nationaler Ebene übernehmen wir keine Verantwortung für die Vorgänge in unserem Land, und international sind wir für viele Millionen Menschen eine ungebremste Katastrophe. Wir sind imstande, große Lasten zu tragen, wenn wir einmal erkannt haben, dass die Last die Wirklichkeit ist und dort ankommen, wo die Wirklichkeit ist. Das Leben ist tragisch, weil die Erde sich dreht und die Sonne unerbittlich auf und unter geht. Und eines Tages für jeden von uns ein letztes Untergehen wird. Schließlich kann man Freiheit nur geben, indem man jemanden befreit. Schließlich kann man Freiheit nur geben, indem man jemanden befreit. Schließlich kann man Freiheit nur geben. Hörst du mich? Weiße Amerikaner glauben nicht an den Tod, darum schichtet sie meine dunkle Hautfarbe so ein, und darum kann die Anwesenheit des Schwarzen diesem Land zu seiner Zerstörung führen. Die Verantwortung freier Menschen liegt darin, den Konstanten des Lebens zu trauen und sie zu feiern. Geburt, Kampf und Tod sind Konstanten. Genau wie die Liebe, auch wenn uns das nicht immer so scheinen mag. Und das Wesen von Veränderung zu erfassen, zu Veränderung fähig. Bereit zu sein, damit meine ich nicht oberflächliche, sondern tiefgreifende Veränderung im Sinne von Erneuerung. Wird aber unmöglich, wenn man von Konstanten ausgeht, die keine sind. Sicherheit zum Beispiel oder Geld und Macht. Schwarze können diesen Verzicht herbeiführen, denn weiße Amerikaner waren noch nie in ihrer ganzen langen Geschichte nicht in der Lage, sie wirklich als Menschen zu betrachten. Nein. Schließlich kann man Freiheit nur geben, indem man jemanden befreit. Indem man jemanden befreit. Indem man jemanden
jemanden befreit. Schließlich kann man Freiheit geben, indem man jemanden befreit. Indem man jemanden befreit. Schließlich kann man Freiheit nur geben, indem man jemanden befreit. Said, pack die Blazer aus. Schließlich kann man Freiheit nur geben. TVDE, ja, Said, P-Rhyme, Jace Baldwin. Yeah. Hör niemals auf, niemals, niemals. Hör niemals auf, niemals, niemals, niemals. Johann Wolfgang Goethe, westöstlicher Divan, Insel Taschenbuch, 1749, Arabesk. Dass du mich enden kannst, das macht dich groß. Goethe, Goethe. Und dass du nie begehst, das ist dein westöstlicher Divan. Dein Lied ist drehen wie das Sterngewölbe. Anfang und Ende, immer fort dasselbe. Westöstlicher Divan. Was die Mitte bringt, yeah, ist offenbar. Das, was zu Ende bleibt und anfangs war. Der echte Moslem spricht vom Paradiese, als wenn er selbst all da gewesen wäre. Er glaubt dem Koran, wie es der verhieße. Hierauf begründet sich die reine Lehre. Doch der Prophet, Verfasser jenes Buches, weiß unsere Mängel droben auszuwittern. Die Zweifel auf den Glauben uns verbittern. Deshalb entsendet er den ewigen Räumen. Ein Jugendmuster, alles zu verjüngen. Sie schwebt heran und fesselt ohne Säumen. Sinn nicht zwischen beiden Welten sich zu biegen. Lass dich gelten, also zwischen Osten und Westen. Sich bewegen, sei zum Besten. Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Occident sind nicht mehr zu trennen, yeah. Dass du mich enden kannst, das macht dich groß. Goethe, Goethe. Und dass du nie begehst, das ist dein Lohn. Dein Lied ist drehen wie das Sterngewölbe. Anfang und Ende, immer fort dasselbe, yeah. Yeah, 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 yeah. Dass du mich enden kannst, dass du mich enden kannst. Divan. Was die Mitte bringt, ist offenbar das, was zu Ende bleibt und anfangs war. In den frühesten Jahrhunderten, wie in den späteren, hüpft und springt es ganz munter über die Decken und Wände der Paläste oder schreitet als Tafelschmuck zwischen den Speisen bei Gastmählern einher, hockt als Löwe unter Brunnenschalen oder speit Wasser in die Marmorbecken. In seinem Schlafgemach in dem Schloss Al-Sakhr bei Cordoba fällt der Blick des Kalifen beim Erwachen auf das grüne Brunnenbecken, auf dem aus purem Gold 12 Tiere ihren Reigen tanzen. Löwe, Gazelle, Krokodil, Schlange, Adler und Elefant, Taube, Falke, Henne, Hahn, Habicht und Geier. Und der sizilische Dichter Ibn Hamdich erzählt aus Bugia: Wenn du empor zur Decke blickst, so glaubst du mit Entzücken zu sehen, wie blühende Garten um die Himmelswölbung schmücken. Bewundert wirst du eben da die goldenen Schwalben schauen, die flattern, schweben, um ein Nest dort oben sich zu bauen. Die Künstler zeigten solche Kunst im Malen ihres Bildes, dass man jedwede Gattung schaut, um Jagd verfolgen will. Sie mussten in die Sonne scheint, in Farbenpinsel tauchen, um alles Blatt und Laubwerk somit Glanz zu überhauchen, yeah. Dass du mich enden kannst, das macht dich groß. Güte, Güte. Und dass du nie begehst, das ist dein Lohn. Dein Lied ist drehen wie das Herz.
was du nie begehst, das ist dein Lohn. Und was die Mitte bringt, ist offenbar das, was zu Ende bleibt und anfangs war. Johann, Wolfgang, Goethe, westöstlicher Divan, Divan, Buch des Paradieses, Buch des Sängers. Was geht ab? Arabesque. Yeah.